Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 21. Ich gehe schwarz einher, doch nicht von der Sonne. Ich stehe auf in der Gemeinde und schreie. Ich bin ein Bruder der Schakale geworden und ein Geselle der Straße. Meine Haut ist schwarz geworden und löst sich ab von mir, und meine Gebeine sind verdorrt vor hitzigem Fieber. Mein Harfenspiel ist zur Klage geworden und mein Flötenspiel zum Trauerlied. Hiob, Kapitel 30, Verse 28 bis 31. Wie verworren ist das Geflecht der Macht? Wie weit kann man im Labyrinth der verschlungenen Strukturen der angelitischen Kirche nach innen gehen und doch nicht im Zentrum angelangen? Jeder der braven Gläubigen, die jetzt dort drunten ihre Kinder ins Bett brachten oder sich darauf vorbereiteten, zur Mitternachtsmette aufzubrechen, die der Pontifex Maximus in etwa mehr als 3 Stunden auf dem Campo Ottaviano zelebrieren würde, hätte ohne Zögern geantwortet, dass man dem Kern angelitischen Glaubens, dem Zugang zu seinen inneren Mysterien, nicht mehr viel näher sein könnte als ein Ab, einer der 6 geistigen Führer der Engelsorden. Ab Vermont Bredinsky stand auf der kleinen Flugplattform, die wie eine Terrasse von einem Patrizierhaus vor seinen Gemächern im Palas der Michaeliten Himmel lag. Er sah hinab auf die zerrissene nächtliche Wolkendecke über Eterna, durch die vereinzelt die Lichter der ewigen Stadt heraufblitzten wie ein Spiegelbild des Sternenhimmels über dem mächtigen Kleriker, für den dieser aber keinen Blick übrig hatte. Bredinsky versah sein Amt inzwischen seit beinahe 2 Dekaden, und er hatte nicht das Gefühl, in all den Jahren, geschweige denn in der Zeit davor, als er noch Kardinal in San Marino gewesen war, wirklich zu diesem innersten Kern vorgestoßen zu sein. Der zurückliegende Tag hatte ihm wieder einmal unangenehm deutlich den Januskopf der Macht in der angelitischen Kirche gezeigt, der die ewige Stadt besonders betraf, aber letztlich in der gesamten bekannten Welt seine Auswirkungen hatte. Sicher, er und die anderen Äbte waren eminent mächtig, sah man vielleicht einmal von Orfeo, dem Oberhaupt der Sareliten, ab, und beschränkte sich auf die wirklich Kämpfenden an der Front der Konflikte der angelitischen Kirche mit dem Rest der Welt stehenden Orden. Susat von Nürnberg, der Urelit Gelaum, er selbst, Doron von den heilenden Händen und der geheimnisumbitterte Arbogast in Prag. 5 Menschen, mit denen himmlischen Heerscharen die mächtigsten Streitkräfte zur Verfügung standen, die der Herr seinen gläubigen Dienern je an die Hand gegeben hatte. Sie alle, unternahm Bredinsky sich selbst keineswegs aus, unterlagen mehr oder weniger täglich der Versuchung, ihre schwingend bewährten Truppen wie Figuren über das Schachbrett Europa zu ziehen. Und keiner von ihnen war frei davon, dabei gelegentlich nicht nur das höhere Wohl der angelitischen Kirche und ihrer Gläubigen, sondern auch eigene Interessen im Blick zu haben. Und dennoch lag die wahre Macht woanders. Parallel und quer zu den Kommandostrukturen der Orden lag die Bürokratie der Kirche. Der gewaltige Verwaltungsapparat, der die inneren Abläufe aufrechterhielt und an dessen Spitze die Konsistorialkanzlei stand. Und das Konsistorium selbst, jenes Gremium von 12 Männern und Frauen, die dem Pontifex Maximus beratend zur Seite standen. In ihrem Palast auf der Nova Insula, dem Vatikan, liefen die Fäden der Macht zusammen. Und hier und nirgends anders wurde über das Wohl und Wehe Europas entschieden. Da war Vermont Bredinsky am zurückliegenden Tag ein weiteres Mal deutlicher vor Augen geführt worden, als er es eigentlich wissen wollte. Mit Schaudern dachte er an den Prozess gegen den flügellosen Ragoliten zurück. Dass er zu einem der beiden Besitzer des Tribunals berufen geworden war, hatte lediglich dem Zweck gedient,
dem ohnehin im gesamten Himmel seit Tagen hinter vorgehaltener Hand diskutierten und mit Spannung erwartenden Prozess noch mehr Würde und Bedeutung zu verleihen. Er war am frühen Vormittag in die Amtsräume Kardinal von Freyungs geladen worden, wo dieser ausgezeichneten Wein aus Gabriels Land mit ihm geteilt und ihm durch die Blume, aber unmissverständlich zu verstehen gegeben hatte, was in diesem Prozess von ihm erwartet wurde. Anwesend sein, würdevoll aussehen und schweigen. Ab Bredinsi hatte innerlich geschäumt vor Wut, sich aber in das Unvermeidliche geschickt. Klaas von Freyung war Mitglied des Konsistoriums und selbst ein Ordensoberhaupt widersetzte sich seinen noch so indirekt geäußerten Wünschen auf eigene Gefahr. Bredinsi hatte keine Gelegenheit gefunden, im Vorfeld der Verhandlung mit dem zweiten Beisitzer, Uth von Hatten, zu sprechen, hatte aber aufgrund von dessen Verhalten während des Prozesses das deutliche Gefühl gehabt, der frischgebackene Inquisitor habe ein ähnliches Gespräch wie er selbst hinter sich. Überhaupt hatte er sich des Eindrucks nicht erwehren können, dass das Ergebnis des Prozesses schon vor dem ersten Hammerschlag des Kardinals festgestanden hatte. Von Freyung war mit einer vorgefassten Meinung in diese Verhandlung gegangen. Er hatte gewusst, wie der Richterspruch lauten würde und hatte diesen allen theologischen und juristischen Bedenken zum Trotz durchgesetzt. Letztlich waren Henriki als Ankläger und dieser lächerliche Hering von einem Advokaten und ja, auch er selbst und von Hatten bloße Staffage gewesen. Und unmittelbar nach Prozessende war der freigesprochene Delinquent unter ungeklärten Umständen zu Tode gestürzt. Vermont Bredinsi sah auf dem im Licht der Lampen funkelnden Kristallglaspokal in seiner Hand. Der Wein darin, den ihm Klaas von Freyung zum Ende ihres Gesprächs am Vormittag geschenkt hatte, schmeckte plötzlich bitter. Einem plötzlichen Impuls folgend, schleuderte der Abt den Kelch über die Brüstung. Sein Blick wanderte zum Nachthimmel. Er bemerkte einen schwarzen Schatten, der knapp über der Wolkendecke ohne Hast, aber stetig dahinzog. Der Schatten, der sich irgendwo aus der Stadt nicht allzu weit vom Himmel entfernt erhoben haben musste, hatte die Form von Engelsflügeln, doch ohne deren strahlend weißen Glanz, der auch bei Nacht weithin sichtbar war. Es war nicht das erste Mal, dass Bredinsi einer solchen Erscheinung teilhaftig wurde. Sie und vor allem die sich um sie krankenden Gerüchte breiteten ihm, wie alle ungeklärten Geheimnisse, große Sorgen. Der Abt hatte seine Theorien über diese schwarzen Schatten, doch die teilte er mit niemandem, sie waren zu ungeheuerlich. Mit angehaltenem Atem verfolgte er die Flugbahn des finsteren Schattens. Er flog zur Nova Insula. Konsistorialkardinal Velja blickte von seinem Fenster im obersten Stockwerk des Vatikan zur selben Zeit wie Vermont Bredinsi auf die ewige Stadt hinaus. In seinen langen, schlanken Fingern lag die prunkvolle Löwenmaske, die er in einer guten Stunde zum letzten Mal anlegen würde. So also ging es zu Ende. Nach so vielen Menschenaltern. Noch hatten sie nicht darüber gesprochen, aber Velja hatte keinen Zweifel, dass dies das Ergebnis ihrer Zusammenkunft später am Abend sein würde. Zu viel Aufmerksamkeit, zu viele unerwünschte Blicke, die in ihre Richtung gelenkt worden waren. Überrascht stellte Velja, der sich schon lange jenseits zur trivialen Empfindung gewähnt hatte, fest, dass ihm wehmütig ums Herz wurde. Der Gast, den er erwartete, kam spät. Die Sänfte stand bereits drunten im Innenhof bereit. Wie anderswo der des Ab wanderte des Kardinals Blick zum Nachthimmel empor. Ein Winterwind trieb zerrissene schwarze Wolkenfetzen über einen kohlefarbenen Himmel. Immerhin regnete es nicht mehr so stark wie am frühen Abend. Die Mitternachtsmette würde gut besucht sein. Velja bedauerte fast, dass er nicht daran teilnehmen könnte, um die Früchte ihrer gemeinsamen Arbeit zu betrachten. Aber das Treffen in der Galleria Angelica ging vor. Wieder einmal war es ihm gelungen, die notwendigen Schritte zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung einzuleiten. Velja öffnete das Fenster einen Spalt breit und ließ die kühle Nachtluft ins Zimmer strömen.
Auch wenn sich nach dieser Nacht vieles verändern würde, er war nicht bereit, die ihm vom Herrn selbst zugewiesene Aufgabe zu vernachlässigen. Er, Velja, würde auch weiterhin über die angelitische Kirche wachen. Ein Satz fiel ihm ein, den vor langer Zeit einer seiner Lehrer, der ihn in Latein, Dogmatik und Ethik unterrichtet hatte, in seinen Vorlesungen mahnend zu zitieren pflegte. Quis custodiet imposus custodes? Wer aber wird die Wächter bewachen? Velja lächelte. Dieser Juvenalis hatte auch in Rom gelebt, in der Zeit davor, ein Redner und Dichter, und er hatte es auf den Punkt gebracht. Der für das Militärwesen der angelitischen Kirche zuständige Kardinal schreckte aus seinen philosophischen Gedanken auf, als auf der Terrasse vor seinem Fenster ein hochgewachsener Engel landete. Man hätte ihn für ein Musterexemplar eines Gabrieliten halten können, inklusive Skriptura und Flammenschwert, wären seine prachtvollen Schwingen nicht komplett schwarz gewesen. Velja öffnete die Terrassentür. Ashkanael, Eminenz. Der schwarze Engel trat aus dem Nieselregen ins Zimmer und verneigte sich tief. Wie ist es gelaufen? Nicht zu eurer Zufriedenheit, Eminenz. Nicht? Eine Braue schoss in Veljas blassem Gesicht empor. Nein, Eminenz. Er ist entkommen. Jeder andere hätte getobt. Dies war ein Fehlschlag erster Güte. Velja gestattete sich lediglich ein missbilligendes Stirnrunzeln. Entkommen? Wie konnte das geschehen? Wir wissen es nicht, Eminenz. Ich vermute Hilfe von außen. Konntest du die Kontamination eindämmen? Nur unter Verlusten, Eminenz. Er hatte Buch geführt. Jetzt sah Velja äußerst angewidert aus. Seine Miene forderte den schwarzen Engel zum Weitersprechen auf. Ich habe das Buch verbrannt. Doch ich musste die Raphaelitin der Schar des Ketzers zum Herrn schicken. Mit zusammengepressten Lippen nickte Velja. Verluste gibt es immer. Aber dieser Ramelit beginnt mir echtes Kopfzerbrechen zu bereiten. Aus seinem Munde klang das beinahe anerkennend. Was ist mit der Amme? Tod, wie er es befahlt, Eminenz. Der Kardinal nickte erneut. Gut. Gut, Ashkanael. Mich ruft die Pflicht, du hast unter den gegebenen Umständen deine Sache gut gemacht. Der Herr sieht wohlgefällig auf dich herab. Geh jetzt. Der Schwarzgefiederte verneigte sich erneut und verschwand, wie er gekommen war. Als der helle, melodische Glockenklang des Petrusdoms bald darauf die 10. Nachtstunde verkündete, erreichten kurz nacheinander 3 Sänften die Villa Cusani. Dieser Palast an der Südspitze der Nova Insula, ein vorsintflutliches Bauwerk, beherbergte die Galleria Angelica, in der das gleichnamige heilige Buch der angelitischen Kirche aufbewahrt wurde. Die Villa wurde seit Jahren renoviert und war daher der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Doch jeder der 3 Männer hatte einen Schlüssel. Klaas von Freyung traf als erster ein, die bronzene Adlermaske beim Aussteigen aus der Sänfte überstreifend. Velja, der Löwe, erreichte die Villa als nächster. Und als letzter betrat, wie meist, der Mensch, das kleine Hinterzimmer, in dem sie sich diesmal ausnahmsweise trafen. Sein Gesicht war hinter einer vollkommen glatten weißen Porzellanmaske verborgen, die zwar ein menschliches Antlitz nachbildete, aber so ohne jeglichen Ausdruck war, dass sie nicht einmal ein Geschlecht zu besitzen schien. Mit der typischen geraden Haltung und dem abgezirkelten Gang eines Militärs marschierte er zum letzten freien Platz, setzte sich und fragte, warum hier? Es war keine Zeit, zum Palazzo hinaufzufahren, antwortete der Adler, der das Treffen anberaumt hatte. Wir werden hier aber genauso ungestört sein.
Warum die kurzfristige Zusammenkunft? Fragte der Löwe, obgleich er sicher war, die Antwort zu kennen. Er wollte dies hier hinter sich bringen. Es ist viel geschehen in den letzten Tagen, schnaufte der Adler, an dem die Eile, mit der er hierher gekommen war, nicht ganz spurlos vorübergegangen war. Schweiß perlte über den oberen Rand seiner Maske. Wir stehen mit unseren Unternehmungen plötzlich im Mittelpunkt des Interesses. Und auch wenn wohl noch niemand irgendeines der verschiedenen Geschehnisse aus jüngster Zeit mit uns in Verbindung bringt, müssen wir zusammentragen, wo wir stehen. Es könnte sein, dass die hastigen Abwehrmaßnahmen, die wir alle ergreifen mussten, nicht optimal ineinander greifen. Es könnte sogar sein, dass wir nachbessern müssen. Er machte eine kurze Pause, um zu Atem zu kommen und sich aus einer beistehenden Karaffe eine großzügige Menge Reisweins einzugießen. Nach dem ersten tiefen Schluck fuhr er fort. Ich kann Vollzug melden, was den flügellosen Ragoliten angeht. Er ist tot und wird niemanden mehr Flausen in den Kopf setzen. Was ist mit dem Liber Ragolitorium? Wurde das Hauptbuch seines Ordens sichergestellt? Unterbrach ihn der Löwe. Nein, gestand der Adler finster. Mir loyale Templer haben natürlich seine wenigen Habseligkeiten durchsucht, aber es war nicht darunter. Dann ist die gesamte Operation tatsächlich im Kern gefährdet, stellte der Löwe nüchtern fest. Wenn es in die falschen Hände gerät und vor allem, wenn wir es nicht in die Hände bekommen und die erhofften Informationen extrahieren können, gerät mit ziemlicher Sicherheit alles ins Wanken, wofür wir all die Jahre gearbeitet haben. Was wird in dieser Sache unternommen? Das Schweigen des Adlers sprach Bände. Die drei Männer saßen in diesem Schweigen und jeder von ihnen spürte mit kalter Gewissheit, dass die Luft für ihr großes Werk dünner zu werden begann. Schließlich brach der Löwe das Schweigen. Die Amme stellt kein Problem mehr dar. Sie ist tot. Der Tausch wurde vollzogen und ab heute um Mitternacht sollte wieder alles im Lot sein. Von dieser Sorte droht keine Gefahr mehr. Gut, nickte der Mensch. Was ist mit diesem Rameliten, der uns gemeldet wurde? Er heißt Maloriel, versetzte der Löwe etwas pedantisch, und er hat sich unserem Zugriff durch Flucht entzogen. Ein weiteres offene Ende. Unschön, merkte der Adler an, zweifelsohne, um von seinem eigenen Versagen in Sachen Liber Ragolitorum abzulenken. Ich habe mich darüber hinaus um diese Prozession abtrünniger Ragoliten abschließend gekümmert. Leider war Tariel nicht unter ihnen. Es ist ein Ärgernis, zählt aber nicht zu unseren vordringlichsten Problemen, ließ sich der Mensch vernehmen. Dann ist eben ein Ragolit zur Urbanes Liga übergelaufen. Nun, und? Einer allein macht sie noch nicht zur tödlichen Bedrohung für die heilige Mutterkirche. Früher oder später werden wir ihn erwischen. Der Adler nickte zustimmend. Seinen beiden Gesprächspartnern fiel auf, wie verändert er wirkte. Die zahlreichen Fehlschläge und knapp vermiedenen Fallstricke der letzten Tage schienen ihm arg zugesetzt zu haben. Brüder, sagte er leiser als sonst. Dies waren schwere Tage und Wochen für uns. Manche Lecks konnten gestoppt werden, doch wir sollten für eine Weile vorsichtig sein und getrennte Wege gehen. Segeln wir dieses Schiff weiter, doch jeder auf seinem Posten. Dieses war, bis auf Weiteres, das letzte Treffen der Cherubim. Der Mensch und der Löwe nickten, erhoben sich und verließen stumm die uralte Villa. So als endete es, so sang und klanglos. Nach all der Zeit, dachte Velja, noch einmal halb traurig, halb verwundert, während er die Löwenmaske abstreifte und seiner Sänfte entgegenstrebte. Ein letztes Mal drehte er sich um und betrachtete den Rücken seiner beiden wichtigsten Verbündeten, die in unterschiedliche Richtungen in die Nacht verschwanden. Ja, dachte der Kardinal, als er seine Sänfte bestieg. Es ist wahr. Quis custodiet ipsos custodes. Zur selben Zeit ruderten drei Templer der Konsistorialgarde, darunter der Verstümmelte, der Hiob niedergeknüppelt hatte, mit einem flachen Boot in die Tevere-Bucht hinaus. Sie ruderten in grimmigem Schweigen. Im Bug lag ein Jutesack, mit Steinen beschwert und von unverwechselbarer Form. Man hatte die drei Männer angewiesen, den Sack so in der Bucht zu versenken, dass er nicht angeschwemmt werden würde, ehe die Fischer ein Festmahl aus seinem Inhalt gemacht hatten.
Die Männer kannten sich aus mit Strömungen der Bucht. Es war nicht das erste Mal, dass sie eine solche Aufgabe erledigten. Und deshalb war die Wahl auf sie gefallen. Diskretion war ihre Stärke. Man hatte ihnen gesagt, sie beseitigen hier die sterblichen Überreste der Mätresse eines hochrangigen Klerikers, die in ihrem Mannerforderung allzu unverschämt geworden war. Das war unwahrscheinlich, denn die Umrisse des Sackes passten allenfalls zu einem Kind. Doch sie waren Templer der Eliteeinheit des Konsistoriums und stellten keine Fragen. Die Erklärung war gut genug für sie. Achselzuckend zogen sie an einer geeigneten Stelle die Ruder hoch und ließen den Sack ins Wasser gleiten.